Ja, wie kein. Sie können also das Fenster aufmachen, solange Sie wollen, ja. Grüß dich, Franz. Grüß dich, Birnbacher. Stehe ich? Nein, komm nur rein. Ja. Das ist der Birnbacher. Das ist ein alter Freund von mir, ein Schlosser. Der bringt mir ein Schloss für den Schrank. Also, darf ich vorstellen, das ist die Frau Singermeier. Die hilft mir freundlicherweise aus. Du weißt, der Freiginger ist krank, ne? Angenehm. Birnbacher? Ja. Ist ja prima, dass du wieder jemanden gefunden hast. Und gleich so jemanden netten. Klingers. Herr Eder, Sie wollten mir doch noch zeigen, wie die Sachen sind. Ja, ja, einen kleinen Moment. Ich muss erst nur das Schloss da haben. Wissen Sie, das bringt er mir für die Schrankerl. Ja. Sag einmal, wo sind denn die anderen Schlüssel? Was für Schlüssel? Ich hab doch gesagt, ich brauch für das Schloss drei Schlüssel. Wieso drei Schlüssel? Für alles los? Der Kunde will's halt so haben, nicht? Hat der vielleicht auch einen Buh-Dackel? Dackel? Aber Herr Eder, Sie haben doch gesagt... Nein, ich hab keinen Dackel. Bestimmt nicht. Ein Kobold. Gott sei Dank. Los! Musst jetzt da damit anfangen. Du weißt doch, dass das zu nichts führt. Da hat der Herr Eder sehr recht. Über Geister und solche Sachen soll man sich nicht lustig machen. Ja, nein, das ist kein Spaß. Das sage ich völlig im Ernst. Ich sage Ihnen was. Der Herr Eder, der könnte Ihnen da Geschichten erzählen von seinem Putzduckel. Da stellt es Ihnen die Haare einzeln auf. Sie mit so übersinnlichen Sachen, da bin ich voll ganz empfindlich. Schließlich weiß man ja nichts Genaues. Kann ja sein, dass mein Mann sie... Nein, Ihr Mann sie kommt da nicht in Frage. Nein, das ist der Schmutzduckel. Ich sage Ihnen was, da können Sie geschehen, Tanten nehmen, was Sie wollen. Es fällt Ihnen alles runter. Und keinen Schlüssel finden Sie. Nein, da fällt nichts. Und jetzt lassen wir das Thema. Sehen Sie, Frau Singermeier, der Herr Eder hat selber Angst vor seinem Schmutzduckel. Du, jetzt wird es Zeit, dass du gehst. Du holst uns nämlich von der Arbeit auf.